Was machen Sie beim Picknick am Strand oder irgendwo beim Grillen im Garten? Keine 100 Meter Leitung zum Kühlen dabei. Aber Sie wollen trotzdem kaltes Bier vorkühlen. Geht natürlich eine gewisse Zeit in der Kühlbox. Aber wir bei Landskron haben was Innovatives, nämlich das selbstkühlende Fass, unser Coolkeg. Da ist also Folgendes: Im Inneren ist ein Vakuum und dieser Lappen ist mit Wasser gedrängt und wird von der äußeren Kammer getrennt. In der äußeren Kammer haben wir Zeolithgranulat. Das ist also ein ganz einfaches Granulat. Wenn Sie das Fass mal später bewegen, hören Sie auch dieses leichte Rascheln. Und dieses Granulat ist unheimlich wasseranziehend, das heißt, es nimmt Wasser auf. Und wenn ich den Verbindungsknopf hier oben aufmache, schließe ich praktisch die beiden Bereiche kurz. Das Ganze passiert im Hochvakuum. Und dabei verdunstet das Wasser schon bei sehr tiefer Temperatur und erzeugt dabei Kälte. Und durch das Vakuum ist auch gut isoliert. Das heißt, nach etwa einer halben Stunde Kühlzeit, das Fass wird außen warm, innen wird es kalt, haben Sie schönes 8 Grad kaltes Bier, wunderbar zum Zapfen. So ein Fass kostet im Handel etwa 30 Euro, weil eben die Kühlung schon mit dabei ist. Und es ist auch relativ groß. Es sind also keine 30 Liter drin, sondern nur 13 Liter, weil der Rest ist irgendwo die Kühlung. Aber der Vorteil ist, spontane Partys, abends irgendwo Fass gekauft, ins Auto gestellt, Kühlung aktiviert, bis zu Hause haben Sie kaltes Bier und die Party kann mit kaltem Bier losgehen.